Moins, moins, Leute. Achtung, Achtung von NFS. Die lügen euch an. Die sagen, die arbeiten konkret mit Spielentwicklern. Nein, Irrtum, Leute. Ich war bei denen auf Discord. Da ist Manzen drauf, aber das ist auch ein Faker. Das ist kein Spielentwickler. Die lügen euch an, dass die mit Spielentwicklern zusammenarbeiten, die NFS. Der Manzen ist nicht der Spielentwickler, Leute. Das ist alles gelogene Mist von NFS. Nichts anderes. Leute, Bronzo und Mipa, der kleine Pedika, versteckt sich mit einem anderen Account und einem anderen Namen drin im Spiel, gibt sich als BR aus, läuft hier durch die Gegend und beleidigt und bedroht kleine Kinder, die 10 Jahre sind, bedroht er, zu denen nach Hause zu kommen und denen die Arme zu brechen. Mipa, fass mal einmal meine Jungs an und ich brech dir beide Arme. Du obdachlosen Heimkind. Komm erstmal lieber aus deinem obdachlosen Heim da raus, hab erstmal eine Wohnung, lass dir erstmal gut gehen und überleg dann in dem Fakt, wie komme ich denn jetzt zu Jura hin? Aber jetzt schon Wohnung kassiert, ganzes Geld ausgegeben. Welches ganzes Geld? Du hast doch kein Geld, Alter. Obdachlosenheim hat dir bestimmt noch Möbel dazu gesponsert. Ne, Mipa, nein. Mipa, das ist die letzte Ansage von mir. Fass einmal den Jungs an nochmal. Cool BR, Ghost BR oder die restlichen BR. Und ich komm zu dir und brech dir deine Arme, wie du das den Jungs sagst. Haben wir uns verstanden? Du kleiner Lumpi-Mipper.